Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Drachenkind Drangsal, oder genauer gesagt hier um Minixis, welches sich im Gebiet Argus befindet bei etwa 77-73, und zwar hier im Teilgebiet die Antorische Ödnis. Leider befindet sich Minixis auf einer kleinen Plattform, die nur durch eine Brücke zu erreichen ist. Hier ist die Brücke etwa bei 75-64, dort einfach rübergehen und dann rechts halten oder halt einfach auf der Map in den Süden laufen. Und dann findet man Minixis relativ schnell. Das Problem ist aber auch noch, dass auf der Brücke oder beziehungsweise halt auch auf der Plattform überall Gegner sind, die man halt einfach umhauen muss oder halt irgendwie durchsterben lassen lässt. Also irgendwie müsst ihr halt einfach darüber kommen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr ein Schurke oder so seid, halt einfach verstohlen durchlaufen. Aber eben diese Gegner sind halt fast nicht zum Gehen, falls man nicht eben eine Klasse spielt, die halt verstohlen durchlaufen kann. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier das Nexus Wäbling mit schwanzfähiger Mana-Woge und wilde Magie. Grundsätzlich brauchen wir eigentlich nur wilde Magie, deshalb kann man eigentlich jedes Pet hier nehmen, das diese Attacke kann. Das Einzige, was hier zu beachten ist, dass das Pet schneller ist als 225, aber das sollte eigentlich jeder Breed sein von diesen Pets, die diese Attacke können. Danach hier zwei, ja, sag ich mal, Drachenfalkenjungen. Leider habe ich es nicht geschafft, nur eines zu verwenden. Also ich habe jetzt nie irgendwie eine Alternative gefunden für eines von diesen Drachenfalkenjungs. Deshalb müssen wir hier leider zwei nehmen. Es gibt mittlerweile vier Stück, die man halt einfach nehmen kann. Also da könnt ihr euch für das Blaue, das Goldene, das Rote oder das Silberne entscheiden. Also die sind relativ einfach zu holen, halt einfach alle zu kaufen. Hier im Immersangwald sollte deshalb, oder besser gesagt, hier noch das dritte, das blaue ist im Nedersturm zu erhalten. Also sollte nicht unbedingt schwer sein, die zu holen. Natürlich muss man das noch hochleveln. Und hier einfach mit den Attacken Klaue, Feuersbrunst und Flammenwerfer. Grundsätzlich sage ich mal, ist jeder Breed möglich, um hier einzusetzen. Ich habe es jetzt hier probiert mit dem schwächsten Kraftwerten, die ich habe. Also zum Beispiel hier, der blaue hat bei mir 244. Und der silberne hat bei mir 260. Ihr nehmt am besten den stärksten, den ihr habt, damit ist es relativ einfach. Also ich habe es auch mit dem roten probiert, mit 276, das geht auch sehr gut. Und auch hier mit dem goldenen, den ich hatte, ebenfalls mit 276, ist auch viel einfacher, um den Gegner zu besiegen zu können. Aber ja, genug gelabert, beginnen wir einmal den Kampf und zu Beginn gleich mal wilde Magie einsetzen. Dann werden wir gleich getötet von der Kanone. Dann kommt schon mal das erste Drachenfalkenjunge ins Spiel. Und hier an dieser Stelle setzen wir zu Beginn gleich einmal den Flammenwerfer ein. Und danach die Feuersbrunst. Jetzt habe ich einen gecrittet, aber das hat jetzt nicht einen großen Einfluss. Denn es hätte jetzt nur einen Einfluss gehabt, falls ich jetzt unter 50% gefallen wäre. Ansonsten wäre es eigentlich ja der übliche Ablauf, sag ich mal. Denn mit dem ersten Flammenwerfer sollte eigentlich dann Minixis unter die 50% fallen im Normalfall. Außer man hätte jetzt irgendwelches Pech gehabt, aber im Normalfall sollte wirklich der erste Flammenwerfer ja den Gegner unter die 50% bringen. Danach hier immer weiter kämpfen mit Flammenwerfer, bis halt ja das erste Drachenfalkenjunge dann stirbt. Das passiert dann gleich in der nächsten Runde. Meistens ist es dann so, dass hier Minixis mit relativ wenig Leben übrig bleibt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen stärkeren Drachenfalkenjungen genommen hättet, dann hätte Minixis jetzt schon im Dreck gelegen, beziehungsweise wäre schon in der Überlebensphase von dem mechanischen Pet. Und das wäre natürlich auch viel einfacher für das letzte Pet. Aber hier müssen wir zu Beginn noch einmal den Flammenwerfer einsetzen, falls eben das zweite Drachenfalkenjunge hineinkommt. Einfach Flammenwerfer einsetzen, das mechanische Pad ja, belebt sich natürlich wieder. Aber das Gute ist halt einfach, weil wir ihn jetzt sozusagen unter die 50% gebracht haben, haben wir halt wieder den Drachenbuff. Und deshalb macht Feuersbrunst halt enormen Schaden, um halt einfach Minixis zu besiegen. Egal welchen Breed man hat, man sollte eigentlich an dieser Stelle ja dann halt einfach hier mit Feuersbrunst den Gegner besiegen können. Ansonsten müsste man irgendwie noch Flammenwerfer einsetzen und dann wäre sicher mal der Gegner besiegt. Aber außer halt einfach, wenn der Gegner die ganze Zeit critten würde, dann würde vielleicht die Taktik ja relativ schnell schief laufen. Deshalb
Aber ja, normalerweise sollte man eigentlich den Gegner mit dieser Taktik besiegen können. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dieses Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!